Was bisher geschah. Fangen von rechts nach links die erste Tür. Schlüssel im Büro. Menschenhohe Schränke. Nicht gerade mein Favorite. Der Moment, wo er da. Wo er da an entgegenfällt. Und wir haben den Schlüssel. Und haben wir schon alles. Also. Sperren wir das. Und sagen: Let's go. Es wird wahrscheinlich der Raum. Hilfe? Ja. Das ist nichts Gute. Ah, ups. Eia. Schau mal, wir können da jetzt da. Der Mitspieler bei der Games, der großen Maler. Schublandschlauf. Eisernes oder Verdienstkreuz? Tempel. Die lose Sachen. Oh. Habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay, das ist wohl der Zettel für. Der erste Zettel wird das wahrscheinlich sein. Meld dich, bevor ich schlafen gehe. Denn oben der Zettel an der Tür. Ich schlafe schon. Dann wohl der Zettel auf dem Bett mit: Ich habe die ganze letzte Nacht gearbeitet. Mir tut alles weh. Verschluss. Ah, der ist nicht verschlossen in Benutzung. Schwach. Die Maus ist zu schwach. Und dann. Ja. Zettel machen wir da zuerst. Also. Einzige Pinsel, perfekt. Und mal unten. Zu. Das sind wohl die Level. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die 6 Stunden. Und dann kommen wir mal wohl schon zu dem Part, wo ich nicht gewartet habe. Sicher ein Scheiß-Part. Hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Okay. Jetzt stellen wir noch alles zu, die Kuh. Natürlich. Tür wieder offen. Ah ja. Und wir sind woanders. Das ist, wo der Spaß beginnt. Oh Gott. Auf was habe ich mich da noch eingelassen? Und da jetzt. Du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Abgesperrt. Just out of reach. Fuck me. Aber ich hab gerade gemerkt. Weg, da können wir klären. Der Sound war gut, aber das.
So nett, dass ich mich nicht schon erschreckt habe bei deiner Glasflasche, die zerbrochen sind, aber wir erinnern uns. Aber, puh. Das hat's wieder richtig Ina gesaut. Scheiße, ein Dreck. Diese Ratte. Ich gerade doch. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ah, doch. Kann ich was anklicken? Der Gang hat sich wieder verändert. Ein Traum. Mal nicht im oberen Stock. Hetzen von. Au, oh, wir haben das aufgenommen. Will? Going in circles. Ist mir schon klar, dass sich da gerade die ganze Zeit alles verändert. Oh. Aha. Oh. Wir probieren unsere. Wie kann ich. Ah. 187. Okay, schade. Finde mir einen Hinweis. Bei dir? Bei dir? Nee. Bin jetzt schon wieder was aus dem Schrank gefallen. Oh. Mal irgendwas. Irgend sonst ein Zettel? Oder ist es vielleicht noch gar nicht Zeit? Flüstert die Zahl? Abonniert König. Oh, wenn ich verstand, ich das ganz schlecht. Und dann. Achso, okay, ja, wir müssen wohl. Oh, der Harry Potter. Ah, da gibt es noch mehr Schubladen. Ich bin einfach nur blind. Wrong. Ah. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feier ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle. Um 14 Uhr. Neun sechs zwei. Ah? 9. 6, 3. Und? Nicht 096? Sie das irgendwie bestätigen, oder? Kehrt rum, weil. Nice. 69. Okay, schade. Vielleicht schauen wir mal, haben wir noch einen anderen Hinweis. Ist das nochmal da?
Because the pleasure of celebrate a wedding on Saturday, 9. Juni. Lock. Next. Dorf. Oh. Oh Gott. Oh mir. Rätsel um mit einem Hochzeitsdatum. Der Will ist 854. Der Trick. Ja, okay. 8, 5, 4. Also, komm aus der Geist und zerpflück mich. Fast holds back. Look closer. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have. Alleine Gedanke, dass das wunderbarste Kunst. Ah, also wirst du mich heiraten. War wohl für einen Hochzeitsantrag. War aber dasselbe Ring, der man im Schlafzimmer schon gefunden hat. Großer Locken kann ich nicht. Oh. Never forget thee. Ist doch wieder raus. Will ja raus. Seine Lebensgeschichte durchleben. Ja. Wir nehmen hinter einem Zugang gar keinen Bock. Scheiß Tür. Bloody. Oh, mehr Videos. Hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal, du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay. War das ein Gehilfen? Deine Frau wird sich nicht nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Wir können wieder nicht damit schaukeln, ha? Ja, doch, klassisch die Tür zu. Aha! Okay, wo reisen wir als nächstes an im Urlaub? Da! Achso, das geht nicht. Schade. Gegen stoppen. USA. Große Dominosteine da für meinen Geschmack. Nix. So. Anna. Fehlalarm.
Onyx. Noch läuft da drum. Irgendwie sind die Effekte schon ein bisschen leise. Schreckt man sich sicher so richtig. Wenn ihr denn. Oh, ich bin. Ah, weggefallen. Oh, ich bin im Keller. Ganz vielen Bildern gelandet. Schiss. Aber dafür haben wir wieder jede Menge Text. Aber zuerst mal einen Schluck, weil sonst trocknet man noch Folge 3, wenn dann wahrscheinlich schon der Hals muss. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken, nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde, doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay, dann ist sie wohl die Musikerin und er wahrscheinlich der Künstler. Und ich am Arsch. Der Gitter. Oder löst es ein Falle aus, wo wir umbringen? Und die Augen folgen mir, aber ich habe wahrscheinlich schon Paranoia. It's like... Alter, fuck off. Du Halunkenbärt. Ah, Europalette. Oh, der Brief ist weg. Oder wir haben nie gesteckt, dass er landet. Lord Voldemort ist, oder? Ei, ei. Wenn wir es jetzt wieder ausmachen? Ah, Gott. Vielleicht können wir den Effekt ja, dass es wieder woanders. Er hat Ratten im Haus. Er hat keine Ratten im Haus. Geheimtür. Geheim ist, dass sie nicht ganz aufgeht, weil sie jetzt hinter uns wieder zuknallt. Oder nicht? Oh, jetzt. Warte mal. Oh. Ja. Es war da und er war nicht da und das war dort und da sind wir durch den Boden gefallen. Schkopf. Okay. Dominosteine sind immer nur Dominosteine, immerhin. Das irgendwie wohl um. Okay.
Es hat niemand an der Kugel gedreht, das haben wir getestet. Wir waren immer noch in der USA. Und oh, wir kommen wieder ins Freie. Freie. Oh. Was schaut da gequält aus? Ich habe jetzt gemeint, das ist so wie ein Wackelbild. Ja, bin ich doof. Aber die schauen alle so aus. Ich muss sagen, ich habe einen Schauer in meinen Rücken. Ain't deep lies. Oh, ein Zettel. Now a tiny bit to the left. Hey, hallo, hallo, hallo. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Szene für Titanic. That round. And round. Okay. Findet sich selber also nicht so kurvig. Und alle, wenn man wartet, alle Geschichten sind Lügen. Naja, alle Zeichnungen sind nicht die richtigen Porträts der Menschen. Was Wahres dahinter. Überall laufen wir wegen einem Scheiß Dreck drüber. Oh no! Arme. Wie haben wir denn? Hey, bringt euch doch nicht alle um! Lord Voldemort von unten. Ja? Die nächste! Stopp! Ich hab mal, man sieht in der Spiegelung was. Ja. Das war voraussehbar, Kollege. Das war nicht so voraussehbar. Ich glaube, wir haben es mit der Lautstärke mittlerweile gut getroffen, muss ich sagen. Es läuft nämlich eiskalt an Schauer in meinem Rücken, aber wenn solche Sounds kommen, ich muss es euch ehrlich sagen. Immer jetzt wieder. Na, es kommt wieder was aus dem Schrank. Oder nicht? Puh. Bin mir schon gar nicht sicher. Ich bin sicher, dass es die Tür da auf oder so. Nix. Warum sollte jetzt von so einem Maler und einer Künstlerin das Haus so verflucht sein? Gar keinen Sinn, oder? Na, bitte. Sei nicht traurig. Ah. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Aber du, oh, jetzt müssen wir nicht. Also. Geh nur zu.
Gott, welche Tür. Mene, mene, mu und raus bist du. Gut, der ist raus, dann müssen wir da rein. Gott, das ist schon wieder kellermäßig. Schon wieder die Doppelpaprika, sie verfolgt. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts verpasst. Brust. Oder alles clean. Zoom, zoom, zoom. Tasche. Step is the hardest. Stimmt. Wir sind wieder in der Küche. Oder die Waage. Aber das war doch im Erdgeschoss. Das ist nix Gutes. Das ist ein Bild. Oh boy. Tschüss. Hallo? Nimm das Messer. Nimm das Messer. Wir brauchen was zum Verteidigen. Gib mir einen Topf. Einen Löffel. AK-47. Gib mir irgendwas. Irgendwie hat mir das gerade an den unteren Teil von einem Kopf erinnert. Okay. Gib mir irgendwas zu mir verteidigen. Und warum ist das aus dem Bild aus? Jetzt ist es so vergammelt, oh schon. Oh, die Waage ist schon kaputt. Warum sollte man die Tür aufmachen, wenn es zerkrüttelt hat? Fuck. Obstkörper leer. Hey, was macht aber der Sound? Also. Ja, da ist die Tür noch weg. Nein, ist es nicht. Ah. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Er hat sich also selber die Haut abzogen, um sie als Leinwand zum Verwenden. Und jetzt ist jetzt die Tür wieder offen. Oh ja. Ja. Bild. Ich merke schon. Wird wieder zit. Time